Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei CDU City. Letztens ging die Frage ein, ob man die Standardverknüpfung, die Windows mitliefert, von Bilder, Videos, Dokumente und Musik, ob man diese verändern könnte. Und ja, dies kann man. Dies möchte ich nun in diesem Video zeigen. Jeder kennt die vor Windows voreingestellten Verknüpfungen. Hier diese Verknüpfung Bilder, Dokumente, Musik und Videos und viele nutzen die ja auch. Das Dumme ist nur, die Verknüpfungen sind so eingestellt, dass es auf C zugegriffen wird, also C-Benutzer, hier TDU City dann in diesem Fall, und dann auf eigene Bilder, eigene Dokumente, eigene Musik, eigene Videos. So, Problem bei dem Benutzer war, ja, es wurde eine zweite Festplatte eingebaut, auf der die Daten gelagert werden sollen. Allerdings sollten diese Verknüpfungen hier weiterverwendet werden, und da es sich hierbei nur um Verknüpfungen handelt, kann man diese natürlich auch umändern, so dass man hier diese Standarddinger, Bilder, Dokumente, Musik, Videos einfach weiterverwenden kann und nicht sich irgendeine andere Verknüpfung hier hinziehen muss. Angenommen, wir wollen dies nun machen, haben eine zweite Festplatte drin. In meinem Fall wäre das jetzt ja die zweite virtuelle Festplatte Test E. Auch für virtuelle Festplatten geht das natürlich. Da erstellen wir jetzt gerade mal einen Ordner. Ja, wir wollen einen Ordner erstellen. Ich weiß, ich mache das umständlich. Nennen wir den Musik. Fertig. Was legen wir dort rein? Ein kleines Textdokument, das wir Musik nennen. Fertig. Normalerweise kommt da richtige Musik rein, aber das ist jetzt nur ein Beispiel. So, wir haben den Musikordner und sehen, wir kommen immer noch zu C, Windows. Da wollen wir unsere Daten ja nicht hinhaben, sondern wir haben sie auf der anderen Festplatte liegen, weil die größer ist oder aus sonst irgendeinem Grund. Und wir möchten trotzdem über diese Verknüpfung hier auf die andere Festplatte gelangen. Ganz einfach. Rechtsklick auf Musik zum Beispiel. Ja, das dauert momentan. Eigenschaften hier unten anwählen. Dann kommen wir dieses schöne Fenster. Da sehen wir auch schon, was hier so zur Verfügung steht. Standard. Eigene Musik in C Benutzer TDU City. Hier sehen wir schon die Option Ordner hinzufügen. Da klicken wir ganz einfach einmal drauf. Können dann hier uns durch den Computer navigieren. Gehen hier auf Computer, dann sehen wir hier Test E, die Festplatte, da gehen wir rein, wählen den Ordner Musik an und klicken Ordner aufnehmen. Jetzt sehen wir hier E Musik, da können wir jetzt einen Rechtsklick drauf machen und dann als Standard Speicherort festlegen wählen. So, eine kleine Demonstration, übernehmen, okay. Jetzt werden manche merken, oh, ja, hier haben wir jetzt E Musik. Allerdings habe ich das von vorhin auch noch drin. Dies würde ich gerne ausblenden. Ganz einfach, wir gehen nochmal hier Eigenschaften drauf bei Musik und sehen hier immer noch eigene Musik. Man sollte sich den Pfad vorher merken, falls man diesen ändern, falls man diesen irgendwann nochmal herstellen möchte. Ich klicke einfach hier auf Entfernen. Schaue gerade, ob noch irgendwas angezeigt wird. Hier öffentlich. Das wollen wir hier auch nicht mehr angezeigt haben. Deswegen entferne ich den Ordner auch noch einfach und klicke auf Übernehmen. Und wir sehen, hier sehen wir nur noch E-Musik. Können wir auch ausblenden lassen, wenn wir wollen, auf jeden Fall. Kleine Demonstration, hier sehen wir Musik. Gehen nochmal hier auf Musik drauf und zack, wir sind in diesem Ordner, ganz über die Windows festgelegten Verknüpfungen. Das geht natürlich genauso bei Dokumente, Videos, Bilder und so weiter und so fort. Hier diesen Ordner Bibliotheken können wir natürlich noch erweitern mit anderen Ordnern, wenn wir dies möchten. Allerdings zeige ich dies nun nicht. Wenn der Standard wiederhergestellt werden soll, also man sich doch überlegt, nee, ich möchte doch es so angezeigt haben wie vorher, dass ich in mein C reinkomme, entweder wir wählen den Pfad von Hand aus, also manuell, oder wir machen wieder einen Rechtsklick drauf. Okay, das müssen wir bei beiden Wegen. Rechtsklick, Eigenschaften. Und dann haben wir hier unten die Option Standardwerte. Da klicken wir einmal drauf, dann sehen wir wieder, dass sich alles wieder so hingeschoben hat. Klicken Übernehmen.
Und zack, wir sehen hier unsere Ordner. Natürlich, hier können wir jetzt dann nochmal auswählen, was wir hier weghaben wollen. Also wir können nochmal hier bei Eigenschaften das Ganze löschen, was wir halt nicht haben möchten. Ja, das können wir hier auch noch in der Priorität verschieben, dass das hier oben sein soll. Das Öffentliche, was momentan hier unten ist. Und ja, das war's dann auch eigentlich schon. Bei weiteren Fragen einfach ab in die Kommentare damit. Und für die Leute, die kein YouTube- bzw. Google Plus Account haben, schaut in die Videobeschreibung. Dort findet ihr einen Link zu meiner Facebook-Seite. Dort könnt ihr mir auch sehr gerne Fragen stellen, indem ihr die Chronik schreibt oder eine persönliche Nachricht schreibt. Wenn ihr kein weiteres Video mehr verpassen wollt, klickt kostenfrei auf den Button Abonnieren. Und für die Leute, die kein YouTube- bzw. Google Plus Account haben, ihr könnt auch meine Facebook-Seite liken, dort werdet ihr auch jedes Mal informiert, sobald ein neues Video online geht. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!